Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, das da heißt Who is Mike? Ich sage, wir würden jetzt mal anfangen und gucken, was uns erwartet. Ah, mein Kopf. Das ist sehr nett. Okay, dann muss ich das mit der Maus machen. Mein Nacken klopfte mit einem plötzlichen hartnäckigen Schmerz. Schwindel kam und ging wie ein langsamer Schweißtropfen. Was? Es war Abend. Die Vorhänge waren zugezogen und das Geräusch des Blutes, das in meinen Ohren klopfte, machte die Stille heimtückisch. Ich war in meinem Haus. Ja. Ich sehe gar nicht, wie weit ich aufnehme. Jetzt. Jetzt kann ich es nicht mehr lesen. Aber ich war desorientiert. Etwas fühlte sich verkehrt an. Es lag eine gewisse Gruseligkeit in der Luft, die mir die Haare auf den Armen zu Berge stehen ließ. Ich blinzelte und sah mich um. Meine Brille. Wo ist sie? Habe ich mich irgendwo gestoßen? Oder... Bleib zurück, was auch immer du bist. Noch bevor ich seine Stimme hörte, hatte ich die Präsenz von jemandem in dem Raum gespürt. Hallo! Es rechtfertigte mein furchtbares Bauchgefühl. Er war ein Besucher. Beweg dich nicht. Oh mein Gott. Dort war ein Fremder in meinem Haus. Er hielt einen Schläger in seinen ausgestreckten Arm und hielt Distanz. Zwischen uns. Schreibfehler! Geh zurück. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich öffnete meinen Mund mehrmals, um etwas zu sagen. Tu mir nicht weh. Bitte verschwinde. Was willst du? Letzten Endes stand ich nur blöd da und badete in meinem eigenen Angstschweiß. Was tut er überhaupt hier? Wenn er ein Einbrecher war, hatte er sich das falsche Haus ausgesucht. Punkt, Punkt, Punkt. Eine schwerwiegende Pause. Kenne ich ihn irgendwoher? Ich kniff die Augen zusammen, um die verschwommene Gestalt von dem Mann mit etwas Greifbarem zu ersetzen. Er sieht aus wie... Ich ging näher. Er ist endlich mal aufgestanden. Der Mann schwang alarmiert den Schläger. Ich hab dich gesagt, du sollst dich nicht bewegen. Hat er gerade gezittert? Pause. Er verhielt sich angespannter als ich, wenn man bedenkt, dass er der Eindringling ist. Es mag töricht gewesen sein, das zu sagen, aber er scheint mir überhaupt nicht zu gefährlich. Geh einfach weg, bitte. Bitte. Er murmelte weiter vor sich hin und schluckte panisch. Ich habe gelesen, spuckte. Oh, oh. Ich glaube, du hast eine Panikattacke. Versuch, durch deine Nase einzuatmen und durch deinen Mund auszuatmen. Verdammt. Hatte ich gerade wirklich eine eindringliche Atemübung vorgeschlagen? Ich schätze, Sarah hatte recht. Was hat Sarah gesagt? Freundlichkeit wird eines Tages mein Tod sein. Hätte ich jetzt festkennen, würdet ihr meinen Blick sehen, aber... Geht mir genauso. Jedenfalls entspannt sich der Fremde. Ich zeige ihm ein kleines, unsicheres Lächeln. Nimm ihn dem Schläger weg! Bist du in Ordnung? Pause. Was bist du? Verzeihung? Mein Name ist Mike Chen. Jansen. Und bist in meinem Haus. Wer bist du? Schon gut. Ich glaube, ich habe meine Brille irgendwo verloren. Wenn du mich sie suchen lässt, bin ich sicher, dass wir das klären können. Du scheinst mir keiner von den Bösen zu sein. Vielleicht hat er deine Brille, vielleicht weiß er, wo sie ist. Der Mann ließ den Schläger fallen. Dankeschön. Und ließ einen langen, verzweifelten Seufzer aus. Wenn man bedenkt, dass er gerade noch eine Panikattacke hatte. Wahrscheinlich unter dem Couchtisch. Danke.
Freundlichkeit ist des Katzes Tod in diesem Fall. Ich suchte den Boden ab und betete zum Himmel, dass der Fremde mich nicht angreifen würde, während ich so verletzlich war. Aber er stand nur da, schlurfte mit den Füßen und murmelte vor sich hin. Er war wirklich nicht sehr bedrohlich. Ich war sicher, der arme Typ war bloß verwirrt, genauso wie du. Außerdem kam mir etwas an ihm vertraut vor, etwas, was ich nicht genau ausmachen konnte. Es mag seine Handlung oder sogar der rote Pullover gewesen sein. Ich hätte schwören können, er sah genau aus wie ich. Nee, wie meiner, Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich dich mit einem Schläger bedroht habe. Schon gut. Nein, gar nichts gut. Du hast ihn niedergeschlagen, glaube ich. Wenn es einen Unterschied machte, ich hätte dich nicht wirklich geschlagen. Sicher, wie hätte seine Brille verloren. Ich spürte endlich die Form meiner Brille in meiner Hand und fischte sie hervor. Ich glaube nicht, dass ich jemanden wehtun könnte. Selbst in dieser Situation. Sarah, warum ist Sarah da ohne Haar geschrieben, wenn sie eben mit Haar geschrieben wurde? Es fängt schon gut an mit Schreibfehlern. Ja, ich habe mich darauf gefreut. Sarah hat immer gesagt. Die Welt wurde wieder klar, als ich die Brille vor meinen Augen setzte. Hi. Irgendwann wird meine Freundlichkeit mich umbringen. Hey, den Spruch haben wir doch gerade schon einmal gehört. Nein. Ah. Entschuldigung. Also, du kannst mich jetzt sehen. Hi, Mike. Hi. Der Mann wirkte schwach. Ich stand mit offenem Mund da und starrte ihn an. Er war ich. Als einzelnes Wesen. Er hatte mein Gesicht, Haare, meine Haltung, meinen Pullover. Zwillinge! Kein Wunder, dass er Pullover aussah wie meiner. Jetzt spiele ich es schon auf Deutsch. Ich sollte mich nicht so aufregen. Es war meiner. Das ist bloß ein Traum. Es ist bloß ein Traum. Das ist es. Beruhig dich. Verlier nicht deinen Kopf. Entspann dich. Aber egal, wie oft ich es mir sage, der Ernst der Situation blieb nicht haften. Ja, wer hat jetzt die Panikattacke? Hm? Der Raum fühlte sich sowohl einengend als auch riesig an, als würde man zerquetscht und immer wieder gehen gelassen werden. Hä? Ich fühlte mich, als wäre ich wie ein Kind, verloren in der Menge, blind nach der Hand meiner Mutter greifend. Oh Gott im Himmel! Nur mit Entsetzen zu bemerken, dass die Hand einem Fremden gehörte. Wer hat nicht schon mal aus Versehen nach der Hand eines Fremden gegriffen? Hey du, guck mich so. Ah, was? Okay. Jetzt bist du an der Reihe, nicht in Panik zu geraten. In Ordnung? Tief durchatmen. War er eine Art Klon? Eine Erscheinung aus meiner Zukunft? Was? Kannst du dieses Grinsen mal aus deinem Gesicht wischen? Das ist gruselig. Was? Was genau war er? Ich streckte meine Hand aus, um ihn zu berühren. Ich wollte sicher gehen, dass er echt ist und kein Hirngespinst meiner Fantasie. Der andere, Mike, zog sich zurück und schob meinen Arm weg. Aber er hat dich berührt. Hey, das ist für uns beide seltsam. Mach es nicht noch schlimmer mit deinem Begrabsche. Nein, das kann ich nicht sagen. Er kommt vom anderen Ufer, das kann ich nicht sagen. Er mag es, Leute anzufassen. So, jetzt habe ich mich gerettet. Er sah räumlich aus. Er konnte also kein Geist gewesen sein, bist du sicher? Er konnte eigene Gedanken bilden. Und er schien sich dessen bewusst zu sein, dass wir dieselbe Person waren. Was bist du? Warum steht da You? Ich bin Mike, das ist Mike. Warum ist das nicht klar? Das ist so dumm. Warum hast du mein Gesicht? Kann man die Untertitel überhaupt lesen? Ja, kann man. Entschuldige mich? Dein Gesicht? Zu deiner Information, ich hatte eine ganz normale Nacht in meinem Haus, als du hier reingekommen bist.
Also warum sagst du mir nicht, was du in meinem Wohnzimmer machst? Ich öffnete meinen Mund, um zu widersprechen. Aber als ich das tat, wurde mir, bewusst, dass ich mich an nichts erinnern konnte. Meine letzten Erinnerungsreste bestanden aus einer Schüssel Chips und spätabendlichen Fernsehsendung. Na, was hast du denn geguckt? Bauersucht-Frau? Außerdem war da noch ein Schmerz in meinem Hinterkopf. Er wurde niedergeschlagen, habe ich doch gesagt. Ich. Ja, du. Ich kann mich nicht erinnern. Ah. Siehst du? Das sagen alle Fakes. Fall geschlossen. Fakes. Fake? Entschuldige mich. Du bist eine Art Es ist ein deutsches Wort. Anomalie. Das ist die einzige Erklärung. Und woraus ist diese Anomalie entstanden? Kannst du das erklären? Ich erinnere mich nicht, etwas Besonderes in letzter Zeit gemacht zu haben. Wenn du meine Erinnerung hast, bin ich sicher, dass du zustimmen wirst. Du hingegen hast einen Teil von deinem verloren. Du bist also entweder die Ursache von allem oder bloß ein Effekt. Ergo eine Anomalie. Klar. Macht total Sinn. Wenn wir schon dabei sind, kann ich auch sagen, dass du lügst. Was den Zustand deiner Erinnerung betrifft, woher willst du das wissen? Die Normalität wurde durch deine Anwesenheit unterbrochen. Und daher habe ich das Zeitgefühl verloren. Vielleicht warst du auch einfach am Schlafen? Die Wahrscheinlichkeit, dass du die Ursache der Effekt von meiner persönlichen Amnesie bist, ist sehr hoch. Und deswegen bist du der Fake. Und was, wenn es genau andersrum ist? Oh Gott, macht das Sinn. Das kannst du nicht beweisen. Du kannst aber auch nicht das Gegenteil beweisen, da wir beide dieselben Argumente haben. Und uns im Kreis drehen. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Betretenes Schweigen. Vor allem treten bitte beiden einmal in die Genitalien. Es ist allerdings ziemlich interessant. Oder nicht? Cool, ich darf auch wählen. Ah, die Aufnahme der Maus läuft super. Ja, ich schätze schon. Naja, irgendwie. Cool, ich darf Entscheidungen treffen. Geil. Schließlich trifft man nicht jeden Tag eine exakte Kopie von sich selbst. Du lässt es klingen, als wäre ich hier die Kopie. Nun, bist du das nicht? Fang nicht wieder damit an. Ihr beide seid fake, was weiß ich. Schweigen. Das ist so ein Mist. Ich weiß. Was könnte das verursacht haben? Was für eine Laune der Natur könnte ein zweites Ich erschaffen haben? Klar, ich sollte geschmeichelt sein oder so, aber ich bin wohl kaum Musterklonmaterial. Seufz. Zumindest erscheint er mir nicht gefährlich. Naja, du kannst dich wohl selbst einschätzen, wie gefährlich du sein kannst, oder? Es ging keine Feindlichkeit oder Aggression von ihm aus. Feindseligkeit kenne ich, aber was ist Feindseligkeit? Habe ich nie gehört. Ich verspürte auch keine Böswilligkeit ihm gegenüber. Aber es war seltsam, dass wir dieselbe Narbe hatten. Hi! Und sogar dieselben Merkmale von der jugendlichen Akte. Ja.
berührte. Was? Ich berührte wie durch einen plötzlichen Impuls mein Gesicht. Ich bin immer noch ich, oder? In diesem Moment hörten wir, wie sich eine Tür oben leise öffnete. Oh, Scheiße. Oh nein, Sarah. Diesmal wäre richtig geschrieben. Sarah! Ich wusste, Sarah hatte. Deutsch. Ich wusste, Sarah hatte den Krach gehört. Schnell such dir einen Platz zum Verstecken. Ich versuche, Sarah abzulenken, während du zur Vordertür schleichst. Was? Warum machst du das nicht jetzt? Moment mal, du willst nicht loswerden. Du willst mich loswerden. Natürlich werde ich loswerden. Nein, will ich nicht, okay? Du könntest nur nicht riskieren, dass zwei Mikes im Haus sind, das weißt du. Warum gehst du dann nicht? Machst du Scherze? Du siehst katastrophal aus. Ich würde jetzt mal ganz stark behaupten, hast du schon in der letzten Zeit im Spiegel geguckt? Er hatte recht. Ich war schmutzig. Wie war das passiert? Sieh mal. Wir werden das morgen alles klären. Wer weiß, vielleicht kommen sogar deine Erinnerungen zurück. Das bezweifle ich. Aber du wirfst mich aus meinem Haus. Ich werfe dich nicht raus. Das ist bloß eine vorübergehende Maßnahme. Ich kümmere mich heute Abend um Sarah und morgen klären wir dieses Chaos. Aber jetzt geh, okay? Lass uns das morgen regeln oder bleib ich hier? Ich will nicht aus dem eigenen Haus geschmissen werden. Ich bleib hier. Ich stand da mit einem schweren Gefühl im Magen. Sein Vorschlag ergab Sinn, aber meine Füße verweigerten jede Bewegung. Wo soll man denn hin, wenn man aus seinem eigenen Haus geschmissen wird? Warum sollte ich mich verstecken? Warum sollte ich vor meiner Freundin in meinem Haus davonlaufen? Es war nicht richtig. Ein kleiner Anflug von Wut kratzte an meiner Brust. Ah, er kann wütend werden. Nein, niemals. Was? Ich gehe nicht. Komm schon, Mann. Mach es nicht kompliziert. Wenn Sarah das hier sieht, es wird für keinen von uns gut ausgehen. Aber wenn es jemanden gibt, der uns helfen kann, dann... Sch. Ich glaube, das ist ein guter Moment, um die Folge zu beenden.